Könnte man das so sehen? Die Sportarten, die Sie genannt haben, außerhalb des Fußballs, die haben zwei wichtige Einnahmequellen, nicht die TV-Gelder, sondern Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen. Und bei den Eishockey-Vereinen ist die Einnahme aus den Zuschauern sehr hoch, sehr groß. Diese fällt jetzt gegenwärtig aus. Wir haben an der Seite von Eishockey auch sehr viel darum gekämpft, für höhere Zuschauerzahlen in den Hallen. Ich glaube, trotz der steigenden Situation, und ich habe auch immer formuliert, ich war ja selber davon betroffen, weiß, was das heißt, Corona zu bekommen. Auch für mich steht natürlich die Gesundheit und der Bevölkerung an alleroberster Stelle. Und auch dort, wo wir vorsichtig sein müssen, sollten wir auch unbedingt vorsichtig sein. Mich ärgert nur, dass man an einigen Stellen nicht genau hinschaut, sondern allgemein und manchmal auch unter parteipolitischen Gesichtspunkten Entscheidungen trifft. Ich will jetzt die einzelnen Entscheidungen von gestern Abend oder vorgestern Abend jetzt nicht kommentieren, weil das jetzt nicht hier hingehört. Aber zum Beispiel, dass man sich mit dem Hygienekonzept, was wir erarbeitet haben für die Berliner Vereine, und richtig auch viel Geld dafür ausgegeben hat, und dass dieses Hygienekonzept von Experten, wie ich vorhin schon kurz oder eingangs erwähnt habe, die normalerweise sehr vorsichtig sind mit Erlaubnis und so weiter, befürwortet worden ist, und dass die Politik sich nicht einfach genug damit auseinandersetzt und ohne Berücksichtigung dieser Konzepte, und Klammer auf, dreimal auf Holz geklopft, der Sport und die Sportveranstaltungen haben sich bisher auch nicht als Hotspots von Corona erwiesen. Das sind ganz andere Stellen gewesen, Klammer zu. Dass man das nicht berücksichtigt hat, um dann doch die Hallen ein wenig zu öffnen und damit auch dann Ligen wie dem Eishockey, wie der Eishockey-Liga die Möglichkeit zu geben, auch mit ihren Spielbetrieben zu starten. Das finde ich sehr schade. Das ist das, was ich auch an dieser Stelle erwähnen möchte. Das hätte der Sport, das hat der Sport, das hat auch das Konzept, was wir erarbeitet haben, nicht verdient, dass man sich nicht ausreichend damit auseinandersetzt. Und dann habe ich auch noch gehört, dass gerade innerhalb der Berliner Regierung die eine oder andere Stimme gab, der sagte, naja, wir können für den Sport keine Ausnahmen machen. Wenn die anderen auch solche durchdachte Hygienekonzepte hingelegt hätten, dann hätten wir uns auch für die eingesetzt. Aber wir haben es gemacht. Wir haben ein ausgezeichnetes Konzept hingelegt, was einfach einer anderen Würdigung verdient hätte. Und das ist nicht passiert und das ist nicht in Ordnung. Und alles andere ist ganz klar, Gesundheit der Bevölkerung steht an alleroberster Stelle und das Eingehen dieser Epidemie steht an oberster Stelle. Und da müssen wir alle gemeinsam was dafür tun, dass das auch so passiert.